Leckere und fruchtige Smoothies trinken wir doch alle gerne. Und wenn ihr bereit seid, ein bisschen was zu experimentieren und nichts gegen Schärfe habt, dann habe ich heute was ganz Besonderes für euch. Für den Smoothie verwende ich gefrorene Erdbeeren und auch den Orangensaft. Stell ich noch in den Kühlschrank, damit der richtig schön eiskalt wird und durch die fruchtige Süße von Orangensaft und Erdbeeren mit der Schärfe von den getrockneten Jalapenos ist es einfach ein super leckeres Vergnügen. Einfacher geht es wirklich nicht. Einfach die gefrorenen Erdbeeren in den Mixer geben und dann mit Orangensaft auffüllen. Und jetzt kommt schon die nötige Schärfe. Einfach etwas von den getrockneten Jalapenos ab in den Mixer geben. Und für die nötige Süße haben wir noch etwas Rohrzucker. Einfach alles durchmixen. Ich habe hier eine Smoothie-Funktion im Mixer. Und anschließend ist das leckere Getränk auch schon fertig. Ich bin schon ziemlich neugierig, wie er schmeckt, und auf geht's. Wenn ihr den Smoothie nachmacht, lasst euch nicht täuschen. Am Anfang kommt nämlich die ganze Süße und ihr denkt, wo ist denn da die Schärfe hin? Und dann plötzlich nach 3, 4, 5 Sekunden kommt die Schärfe so im Rachen so langsam an und dann denkt man sich, die Schärfe passt aber wunderbar zum süßen Orangensaft und auch zu den Erdbeeren. Das rundet das Ganze ab und macht das Ganze zu einem wirklich super leckeren Smoothie. Und schaut doch mal in meinem Shop vorbei, wenn ihr zum Beispiel das braune Rohrzucker oder Jalapenos braucht. Auf multikoch.de gibt es mittlerweile über 100 Gewürze, da findet ihr wahrscheinlich alles, was ihr zum Kochen braucht. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Rezept gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Start ins Wochenende und dann sage ich schon mal bis morgen, denn dann kommt das nächste Video.